Ja, das ist dann ganz, ganz witzig oft, ja. Dann kommt ein Anruf und sagt, hey, Helweger, wir hätten da eine Immobilie, würden Sie uns die mal bewerten? Aber könnten wir das so machen, dass da mein Mann oder meine Frau nichts davon erfährt? Dann weiß ich schon, aha. Und dann gebe ich natürlich immer sofort meine Empfehlung. Ich sage, ist überhaupt kein Problem. Ich mache Ihnen selbstverständlich gerne eine Bewertung. Aber ich sage Ihnen gleich, letzten Endes sollten beide Parteien sich einig darüber sein und einen beauftragen, der dann die Bewertung macht, weil sonst sagt der eine Partner, ja, das ist ja ganz nett, dass du dann Gutachten oder Immobilienbewertungen geholt hast, aber ich möchte mir auch eine holen. Und dann sagt der andere Partner, das ist auch gut, aber die akzeptiere ich auch nicht. Und letzten Endes, wenn es dann zu Streitereien kommen würde vor Gericht, dann beauftragt das Gericht nochmal separat einen dritten Gutachter. Und dann habe ich unter Umständen dann drei Gutachten oder drei Immobilienbewertungen und habe wieder viel Geld beim Fenster rausgeschmissen.